und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von eurer Gameplayerin. Ja, heute befinden wir uns wieder in The Elder Scrolls Online. Ich hatte ja eigentlich einen festen Plan, wie ich durch die ganzen Sachen durchgehen möchte und alles schön sortiert. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, dass ich nebenbei, wo ich noch nicht aufnehmen konnte, noch keine Zeit hatte jetzt über die Ostertage. Ärger. Das wird ein Spaß. Was? Irgendjemand meckert mich hier gerade an. Dass in der Zeit, wo ich jetzt noch keine Zeit hatte, weiter aufzunehmen, dass ich in der Zeit Randoms gelaufen bin und dementsprechend jetzt schon höher bin. Und zwar kann ich euch das mal kurz zeigen. Ich bin nämlich jetzt schon knapp unter Stufe 31. Das ist leider so, es tut mir leid. Ich habe es, glaube ich, im letzten Video schon mal gesagt, dass ich halt Randoms nebenbei auch laufe. Und das geht halt doch recht schnell, gerade wenn man den Char dann stehen lässt. Und natürlich das aktuelle Event dann auch noch mitnimmt. Das haben wir ja auch noch, weil wir haben diesen 100% Buff, wenn wir diesen Kuchen hier unten nehmen, den Jubiläumskuchen. Gilt noch heute und morgen, also sprich, das Event ist leider bald zu Ende. Und hier, aber das liegt jetzt nur an meinem Add-on, sieht man dann, wie viel ich hiervon noch übrig habe. Erhöht jeglichen Erfahrungsgewinn um 100%. Ja, und damit geht das Ganze doch recht schnell. Aufgrund dessen möchte ich jetzt was anderes mit euch machen. Und zwar möchte ich einmal nach Cyrodiil bis Stufe 50 nämlich. Naja, Heimatkampagne ist blöd, weil ich glaube, bis dahin bin ich dann doch wieder größer. Aber ich gehe mal auf Kampagne betreten. Ach so, ich habe, wenn man so im normalen Menü drin steht, einmal L gedrückt. Und da habt ihr die Möglichkeit, nach Cyrodiil zu reisen oder auch zur Kaiserstadt zu reisen, mit und ohne CP. In meinem Fall möchte ich bis Stufe 50, das ist grundsätzlich ohne CP, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann geht man einmal hier drauf, wählt eins aus. Bei den anderen hat man noch mehrere zur Auswahl teilweise. Und dann drücke ich auf E, Kampagne betreten. Dann braucht er in dem Fall nicht allzu lange, weil hier die Wartezeit sehr niedrig ist. Und das Ganze müsste ich dann nochmal mit F bestätigen. So, und dann seid ihr hier in Cyrodiil. Es kommt drauf an, ich bin jetzt an der richtigen Stelle. Ich zeige euch das aber auch nochmal eben auf der Karte, wenn er denn raus möchte. So, im Moment ist nicht so die Zeit fürs Dominion. Das ist immer ein bisschen tagesabhängig, aber auch teilweise tagesabhängig im Sinne von Tag wirklich, Montag bis Sonntag. Und auch uhrzeitabhängig, ob ihr jetzt nachts spielt, ob ihr spätabends spielt, ob ihr tagsüber spielt oder ob ihr frühmorgens spielt. Also da ist dann eigentlich meistens zur gleichen Zeit immer entsprechend die Farbe unterwegs, weil Dominion ist zum Beispiel nichts los, dann kommen hier zwei, drei Leute, machen dann alles blau, so wie heute, und ja, das ist dann nun mal so. Das gleiche passiert dann auch mit Gelb. Wir sind jetzt hier unten angekommen auf der rechten Seite, ihr könnt aber auch theoretisch auf der linken Seite auskommen, beziehungsweise wenn ihr eine andere Farbe habt, eben hier oben auf diesen beiden Stellen. Da müsst ihr dann mal gucken, und zwar steht da, ich glaube, der ist bei jedem, bei jeder Allianz heißt der gleich. Der Akarin müsste dann vor euch stehen. Und hinten steht dann die Großkriegsfürstin. Mit dem Akarin sprecht ihr kurz. Willkommen in Cyrodiil, Soldat. Seid ihr hier, um uns im Krieg zu unterstützen? Ja, ich bin bereit. Wohin muss ich gehen? Als erstes müsst ihr ausgebildet werden. Wir fangen mit einer einfachen Aufgabe an. Vangil wartet am Westtor nach Elsweyr mit Munition für den Belagerungsschießplatz. Der Transitus-Schrein ist die beste Methode, um schnell dorthin und wieder zurückzukommen. Viriniel kann euch mehr dazu sagen. Was ist, wenn ich keine Ausbildung brauche? Falls ihr meint, dass ihr keine Ausbildung braucht, dann meldet euch bei Großkriegsfürstin Sorkalin. Nur sie kann euch davon befreien. Geht zu Vangil am Westtor nach Elsweyr, um eure Ausbildung zu beginnen. Oder geht zu Sorkalin, um die Ausbildung zu überspringen. Eure Entscheidung. Hab Dank. Ja, und genau das tun wir. Vorher zeige ich euch aber kurz, was der mit diesem Transit-Wegschrein meint. Transitus-Schrein, so. Und zwar sind das diese hier. Wenn ihr die aktiviert... Ich bin ein bisschen heiser, deswegen muss ich leider ein bisschen schreien, es tut mir leid. Dann seht ihr die Karte wieder, weil das Problem ist, hier unten sind ja nur diese Wegschreine, die man hier noch sehen kann, hier jetzt leider nicht mehr so. Und das sind normale Wegschreine, die hier abgebildet sind. Wenn ihr aber hier überall hinreisen wollt, allerdings nur innerhalb von eurer eigenen Allianz, muss ich dazu sagen, und immer nur was grün verbunden ist, dann müsst ihr diese
Transitussteine, glaube ich, hießen sie, nutzen. Mit denen könnt ihr dann überall hier in Cyrodiil reisen. Wenn ihr aus Cyrodiil wieder rausreisen wollt, dann müsst ihr, man kann es jetzt von hier hinten nicht so ganz so gut sehen, da hinten die normalen Wegschreine benutzen. Die gibt es tatsächlich nur an den zwei Stellen ganz am Anfang. Also da, wo wir jetzt ausgekommen sind. Einen Augenblick, so, hier solltet ihr alles mitnehmen, was das man so lesen kann. Braucht euch. Da könnt ihr dann auch nochmal alles einsammeln. Übrigens, kleiner Tipp, wenn ihr Kopfgeld habt, aber trotzdem hier gewisse Sachen zum Beispiel einsammeln möchtet, um ja, Essen zu machen oder ähnliches, also zu kochen oder ähnliches, dann könnt ihr einfach nach Cyrodiil reisen. Oder wenn ihr zum Beispiel euren Stall machen möchtet und ihr habt Kopfgeld und die Stalldame möchte nicht mit euch sprechen, dann braucht ihr nicht zu verzweifeln, weil in Cyrodiil gibt es kein Kopfgeld. Also zumindest nicht dieses Kopfgeld, wenn ihr was geklaut habt. Entsprechend könnt ihr einfach nach Cyrodiil reisen und dann dort zum Beispiel den Stall machen oder ähnliches. Also das nur als kleiner Tipp von mir. So, wir sprechen jetzt mit der Großkriegsfürstin Sor Kalin. Oh, ich hab's heute nicht mit den Namen. Ich habe hier einen Krieg zu führen, Soldat. Sprecht mit anderen, wenn ihr Befehle braucht. Ich wurde entsandt, um euch zu sagen, dass ich keine Ausbildung brauche. Wenn ihr euch ganz sicher seid, dann vermerke ich, dass ihr eure Ausbildung bereits abgeschlossen habt. Seid ihr sicher? Ja. Hervorragend. Meine jüngsten Befehle werden von den Generälen Toron und Ataba an den Missionstafeln ausgehängt. Schaut euch die Bekanntmachungen an. Sucht euch eine Mission aus, die zu euch passt und erledigt sie. Ich würde euch zu einer Kundschaftermission raten. Willkommen im Krieg. Ja, kann man jetzt drüber denken, was man möchte, weil ich gehe mal davon aus, dass keiner von euch Krieg haben möchte. Auch nicht in Cyrodiil. Was sie meinte, das ist hier diese Kundschaftertafel. Da kann man beispielsweise, ihr seht hier oben schon Rang 2 bei Sturmangriff erreicht. Dazu kommen wir gleich und bei Unterstützung. An dieser Kundschaftertafel, da kann man sich Sachen anschauen und eine Mission annehmen. Ich zeige euch das nur mal eben ganz kurz. Und zwar wäre das jetzt, ich habe eine Mission angenommen, zur Faregyl-Mine fürs Dominion zu reisen und die auszukundschaften. Wenn ich jetzt auf die Karte gehe, also einmal M drücke, dann zeigt ihr mir an, hier ist die Mine. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch von hier aus nach da reisen in dem Fall. Weiter komme ich ja nicht, weil das jetzt gerade zufälligerweise alles blau ist. Dann bei der Burg aussteigen, schleichen oder wie auch immer, um nach da oben zu kommen. Mit ein bisschen Glück auch reiten, weil die sind jetzt gerade hier beschäftigt. Ich denke mal, das ist wieder so eine Truppe von 5 Leuten oder so, die da angreift, weil es jetzt doch ziemlich lange dauert. Dahin reisen zu dem Punkt und dann bekommt ihr irgendwann, wenn ihr nah genug dran seid, das E angezeigt. Also wenn ihr mit der Tastatur spielt. Und das müsst ihr dann drücken, dann notiert er sich ein bisschen was, dann ist das Ganze abgeschlossen und dann könnt ihr wieder hier zurück, wie gesagt an meinem Beispiel Altmeridominion, und das Ganze dann hier an der Kundschaftertafel abgeben. Ich mache das jetzt in diesem Video nicht. Das mache ich bewusst nicht, weil ich jetzt keine Lust habe, mit den ganzen Blauen dahin zu schleichen und weiß ich nicht was. Aber es ist eine einfache Sache, wie ihr doch recht gut, recht schnell auch Punkte sammeln könnt in der Linie. Die Linie, das zeige ich euch jetzt eben. Wenn ihr auf K drückt und dann auf Allianz Krieg klickt, dann habt ihr einmal den Sturmangriff und einmal die Unterstützung. Und da, also das sind alles in erster Linie PvP-Skills, wobei die Barriere sehr beliebt ist bei Heilern und bei Tanks. Also die kann man immer gerne mitnehmen, wenn man auch gerade Wettverliese läuft und so weiter. Mach deine Pause. Und unter Sturmangriff gibt es noch das Kriegshorn, ebenfalls sehr gut für Tank und Heiler zum Mitnehmen, also sehr wichtig. Für alle Ausdauerchars, also für Stamina-DDs, gibt es den Elan. Ganz, ganz immens wichtig. Also bei mir wird jetzt nicht so viel angezeigt, weil ich auch auf Magicka spiele und das natürlich noch nicht gelevelt habe. Wenn ihr den nimmt und den dann nochmal in den ersten Morph, glaube ich, ändert, das war dieser mit diesem grünlichen Hintergrund, der euch mehr heilt, euch selber, dann könnt ihr prima Daumen euch bis zu 18.000 Leben heilen, mit einmal draufklicken. Und es kostet halt nur knapp 3.000 Ausdauer. Mach deine Pause. Ist eine sehr, sehr gute Sache. Für alle Chars, sowohl Magicka wie auch Stamina-Chars, ist diese Passive ganz, ganz interessant und ganz wichtig.
Und zwar, wenn man einen einzigen Punkt reinmacht, also der zweite lohnt sich für normale PvE-Spiele nicht. Wenn man einen Punkt reinmacht, erhöht 10 Minuten lang eure Magie- und Waffenkraft. Das ist alles nicht so wichtig. Wenn ihr eine Holzfällerlage und so weiter eingenommen habt, also das wäre nur wichtig, wenn ihr PvP spielt, da müssten dann 2 Punkte rein. Wenn ihr aber nur PvE spielen wollt, ist das zweite, was hier drin steht, sehr wichtig. Gewährt dauerhaft größeren Galopp, was euer Reittempo um 30% erhöht. Gerade die Leute, die vielleicht noch recht neu angefangen haben und das Pferd gerade auf 10, 20 hochgelevelt haben. Und dann hier einen Punkt reinsetzen, leider erst ab Level 3, aber wie gesagt, durch die Kundschaftertafel zum Beispiel kriegt man das hier oben aufs erste Level, beziehungsweise aufs dritte Level dann recht schnell hoch. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Also es ist wirklich ein immenser Unterschied, ob ihr 30% mehr reitet oder nicht. Es gibt auch noch die Champion-Punkte. Wenn ihr anfangt, habt ihr die noch nicht am Anfang. Es gibt den grünen, den blauen und den ja, rot-braunen Baum, sage ich mal. Also alle sagen immer roter Baum. Im blauen Baum nicht, sondern im grünen Baum. Da gibt es hier oben eine Passive, und zwar begabter Reiter heißt das Ganze. Da könnt ihr pro Strich, den ihr hier seht, und ihr habt ja insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Unterteilungen. Das heißt, insgesamt sind es 10% pro Strich, 2% Erhöhung. Das heißt, wenn ihr hier die vollen 100 Punkte, Champion-Punkte reingemacht habt, dann habt ihr 10% nochmal mehr Reittempo. Das plus die 30% ist eine Erhöhung von 40% und ihr kriegt ja sowieso Erhöhungen, wenn ihr den Stall levelt. Also ihr seid, wenn ihr alles drin habt, also sowohl hier die 100 Punkte drin habt, wie auch den einen Punkt in den Passiven, den ich euch eben gezeigt habe, seid ihr wirklich sehr schnell unterwegs. Ihr müsst allerdings erst nach hier oben bauen, deswegen ja, habe ich das auch gemacht. Ihr müsst immer bis zum ersten Strich hochbauen. Hier unten fangt ihr an, dann macht ihr eins höher. Ihr könnt theoretisch da hochbauen, aber da müsst ihr ganze 50 Punkte machen, damit ihr überhaupt nach oben kommt. Und ich persönlich brauche diese Passive fürs Handwerk jetzt nicht auf diesen Char, deswegen habe ich das jetzt erstmal noch freigelassen. Ich habe dann hier rechts die 15 Punkte reingesetzt, um ein bisschen weniger bei Wegschreien zu bezahlen, falls ich doch mal nicht von Wegschreien zu Wegschreien porte, sondern mal unterwegs bin und mir sage, ach scheiß drauf, ich porte jetzt direkt zum Wegschreien. Dann bin ich hier hochgegangen, habe da nochmal 10 Punkte reingesetzt. Diese, wo überall steht, zum Verbessern so und so viele Punkte zuweisen, sind alles Passive, die ihr so direkt nutzen könnt, seit der ersten Unterteilung, also dem ersten Strich. Zählt das? Das hier, da steht jetzt ausgerüstet, die müsst ihr hier oben reinziehen, damit ihr sie überhaupt nutzen könnt, beziehungsweise hier reinziehen, da sind die grünen. Und da steht dann überall unten drunter, also in meinem Fall jetzt ausgerüstet, weil ich es so hochgezogen habe, hier unten steht dann zum Beispiel zum Aktivieren der Champion-Leiste hinzufügen. Das ist das gleiche wie hier, nur dass ich es noch nicht aktiviert habe und nicht hier oben reingezogen habe. Da klickt ihr einfach einmal drauf, haltet die Maustaste gedrückt, zieht das Ganze nach hier oben und lasst wieder los. Was wichtig ist, ihr müsst das Ganze natürlich mit R nochmal bestätigen, also R und mit E das R noch wiederum bestätigen. Dann sind diese Punkte und auch das hier oben wird dann erst angenommen. Ansonsten wird das halt wieder zurückgesetzt. Das ist ja ganz wichtig zu wissen für alle, die neu angefangen haben. Was Keulen, wir machen werden. Schwerter, Äxte. Was ist nur aus der guten alten Tradition geworden, jemanden mit einem Laib Käse tot zu prügeln? Ja, ist dieser lustige oder manchmal auch nicht ganz so lustige Kerl, nämlich Sheogorath. Den werdet ihr des Öfteren in der Story kennenlernen. Er ist ein, ja, nicht ganz so lustiger Gott. Ich will aber der Geschichte nicht vorgreifen. Aber diese Quest, die machen wir jetzt im Vorfeld, weil die geht sehr schnell und ist eigentlich auch ganz nett gemacht. Und dafür kriegen wir nochmal einen guten Bonus an Punkten. Ihr da, ihr mit den ausgeprägten Muskeln und dem verwirrten Gesichtsausdruck, habt ihr ungeheuren Spaß an Gewalt? Natürlich habt ihr das. Keine Sorge wegen dieser hohlköpfigen Verlierer. Niemand kann mich sehen außer euch. Ihr habt ein besonderes, ungenutztes Talent für entfesselten Irrsinn. Was wollt ihr? Was will Sheogorath immer? Ich bin der verrückte Stern, der verrückte Gott. Die Ironie dabei ist, dass ich eigentlich ganz glücklich bin.
Aber es geht hier nicht um mich. Was im Augenblick zählt, ist dieses grässlich öde Blutvergießen etwas unterhaltsamer zu gestalten. Krieg soll nicht unterhaltsam sein. Mit dieser Einstellung ist er das auch nicht. Ich kann euch einen Kniff lehren, der den Verlauf dieses Krieges zugunsten eurer Allianz ändern und gleichzeitig noch ein Lächeln auf das sich unablässig wandelnde Antlitz eures liebsten dädrischen Fürsten zaubern wird. Ich spreche da über mich. Nur für den Fall, dass das nicht klar war. Ich lausche. Ich habe nichts dagegen, dass Sterbliche einander ununterbrochen ermorden. Aber würde es euch umbringen, ein paar mehr Schädel platzen zu lassen? Ich glaube, ich hätte da genau das Richtige. Was schwebt euch vor? Das, meine sterbliche Freundin, ist eine gefährliche und delikate Anfrage. Ich will euch die Macht von Wohlendrung verleihen. Doch lasst euch nicht von dem lustigen Namen täuschen. Malakats Riesenhammer ist keine lustige Angelegenheit, außer ihr seid ich und seht gerne Köpfen beim Platzen zu. Ihr habt Malakats Hammer gestohlen? Natürlich nicht. Ich habe ihn mir nur für unbestimmte Zeit ausgeliehen. Und jetzt könnt ihr ihn euch borgen, um das Hirn eurer Feinde auf das Schlachtfeld regnen zu lassen. Ich würde aber nicht dazu raten, im Hirnregen zu tanzen. Zu rutschig. Wo ist Wohlendrung jetzt? Wieder in der Käsekrämerkerbe, zusammen mit dem Rest meines Wahnsinns. Möchtet ihr mal zu Besuch kommen? Ich kann ein Portal öffnen, das uns direkt dorthin führt. Ich weiß zwar nicht, wie oft ihr Portale nehmt, aber es ist eigentlich ganz nett. Nun gut, ich besuche die Käsekrämerkerbe. Folgt mir zu so viel käsebeladenem Wahnsinn, wie ihn ein sterblicher Geist ertragen kann. Da ist Wohlendrung. Nehmt ihn. Spürt ihr das? Das ist die Macht eines wahren dädrischen Artefakts, meine Freundin. Ich hatte ganz vergessen, dass ihr Wohlendrung mit Seelen füttern müsst, damit er nicht eure eigene verzehrt. Ja, solche Sachen vergisst ihr schon mal gern. Zu sagen. Okay, wir laufen jetzt einfach hier runter. Ihr könnt das auch oben in der Minimap sehen, wo das Ganze angezeigt wird, wo wir hin müssen. Da steht jetzt rechts übrigens auch Chaosmagie benutzt Fähigkeit Nummer 1 bei einem schweren Zivkin-Abtrappe. Also gehen wir hin. Die bewegen sich übrigens nicht, da könnt ihr davor stehen. Die gucken einfach nur dumm aus der Wäsche und einfach die 1. Das ist die richtige Mordlust. Nun geht und haut den anderen Zivkin. Machen wir. Ihr seht denn auch, wir sollen nach unten gehen. Also wenn wir das gleiche hier oben nochmal machen würden, würde er es leider nicht annehmen. Das heißt, wir müssen wirklich dem folgen, was er uns vorgibt. Und da steht jetzt benutzt Fähigkeit 2. Das heißt, einmal hin, Hallöchen und Fähigkeit 2. Seid ihr bereit? Das ist der beste Teil, der Mordteil. Geht und tötet den Zivkühn. So, jetzt steht einfach nur, tötet eine leichte Attrappe. Die haben wir jetzt hier, da können wir jetzt draufhauen, wenn wir wollen. Gut, ist egal. Jetzt seid ihr bereit, alle möglichen Trottel zu töten. Ich habe schon mal vorsorglich welche für euch beschworen. Angriff! So, was hier schon mal zur Verwirrung führen kann. Da steht jetzt, benutzt Fähigkeit 3 bei einem brabbelnden Soldaten. Das sind die hier oben. Nicht das machen, was er vorher gesagt hat. Wir machen jetzt erstmal die 3. So. Und jetzt steht rechts, kämpft, sammelt ultimative Kraft und setzt sie dann ein. Wir haben aber das R unten schon aufgeladen. Deswegen mache ich mal die Ansicht etwas anders und drücke mal auf R. Gut gemacht. Jetzt bringt den Hammer zurück, bevor er hungrig wird. Und einem wird dann auch leicht schlecht dabei, wenn man da immer bei zuguckt. Leider kann man zwischendurch übrigens nichts mehr einsammeln. Allerdings hier oben an dem Karren, da kann man dann auch wieder was sammeln. Also wenn ihr, wie gesagt, ESO Plus habt, also sprich den Handwerksbeutel, kann ich euch nur empfehlen, immer einfach alles mitzunehmen. Jetzt legen wir den wieder weg. Und reden nochmal mit ihm. Das war so hirnzermatschend unterhaltsam, wie ich es mir erhofft hatte. Ich habe ja immer gesagt, dass platzende Köpfe alles besser machen. Ihr müsst diesen Hammer im Krieg der drei Banner einsetzen. Vielleicht kann ich mir dann endlich mal eine ganze Schlacht ansehen, ohne dabei einzuschlafen.
Doch wird er dann nicht meine Seele fressen? Molag Bal hat sich doch schon für euch um dieses Problem gekümmert, Seelenberaubte. Wohlendrung könnte euch töten, sobald ihr mit ihm fertig seid. Oder jemand anderes könnte euch vorher töten. Oder ihr hört auf, euch Sorgen zu machen und haut jemandem mit dem verzauberten Hammer auf den Kopf. Kann ich Wohlendrung wieder loswerden, sobald ich ihn aufgehoben habe? Man kann doch Malakas verzauberten Mordhammer nicht einfach herumliegen lassen, damit ihn jeder einfach so mitnimmt. Ihr könnt ihn hierher zurückbringen, um damit zu spielen. Onkel Sheos Haus, Onkel Sheos Regeln. Doch wenn man in Syrodil ein Großartefakt aufhebt, hat man eben gewisse Verpflichtungen. Ich will meine Seele nicht gegen Macht eintauschen. Ach, Verwirrung und Schuld sind mein tägliches Brot. Wahnsinn ist meine Butter. Moralische Festigung ist mein Melonensalat mit Ziegenkäse. Wenn ich nicht unsterblich wäre, würde ich jetzt gerade verhungern. Wir sind hier fertig. Raus mit euch. Viel Spaß beim Explodieren eures Schädels. Was macht ihr denn noch hier? Ihr seid verwirrt, oder? Ich habe das Gefühl, dass ihr allgemein eine sehr verwirrte Person seid. Ihr wirkt einfach so. Kann ich Wohlendrung wieder verwenden? Es wäre doch eine Schande, wenn ihr ihn in Syrodil vor euren Füßen liegend finden würdet und nicht wüsstet, wie man ihn einsetzt. Hebt ihn auf und tut euer Kopf zerplatzen des Bestes. Legt ihn nur wieder zurück, sobald ihr fertig seid. Hier verliert man viel zu leicht Sachen. Vor allem den Verstand. Habt ihr vor, euch noch weitere Großartefakte zu beschaffen? Ich weiß eure grenzenlose Neugier und euren unterschwelligen Machthunger zu schätzen. Eine Kombination, die sich sehr zuverlässig als unterhaltsam erweist und einen leicht zu formenden Geist verrät. Ich werde mir noch andere Gegenstände von meinen unendlich ernsten Geschwistern ausleihen. Irgendwer muss sie ja auf Trab halten. Ja, und wenn ihr dann hier wieder rausgehen möchtet, geht ihr einfach wieder durch das Portal. Und dann, also das Portal bleibt übrigens immer geöffnet. Ihr könnt rein theoretisch immer wieder dahin gehen. Was ich übrigens vergessen habe zu sagen... Dann müsst ihr in Form kommen. Warum muss immer einer hier reinreden, wenn ich was sage? Was ich vergessen habe zu sagen, war übrigens, dass ihr erst mit Level 10 nach Syrodil kommen könnt. Ihr bekommt dann so eine Einladung, dass Syrodil jetzt auf euch wartet oder irgendwas. Macht eine Pause. Dann könnt ihr nach hier reisen. Achso, wir wollten das eine Blatt hier noch eben nehmen. So, und das ist jetzt einer der Wegschreine, die ich meinte. Die kann man nämlich nur benutzen. Die gibt es aber, wie gesagt, nur unten. Also bei mir jetzt unten auf der Karte bei den beiden Seiten hier. Da könnte ich theoretisch auch zu der Seite hinreisen. Aber das ist, damit ich hier komplett wieder raus kann. Weil mit diesen Transitussteinen, heißen die, glaube ich, kann man halt nur innerhalb Syrodils reisen. Und mit den Wegschreinen, die es nur hier in der Heimatbasis jeweils gibt, kann ich dann wieder zurückreisen. Ich werde jetzt allerdings nicht nach Auridon reisen. Obwohl wir da theoretisch die Hauptstory, beziehungsweise die Hauptstory meiner Allianz machen könnten. Sondern ich werde jetzt nach Kenasis Rast reisen. Weil wir hier ja noch etwas hatten, was wir noch nicht gemacht haben. Allerdings, wenn ich so auf die Uhr schaue, schaffen wir das definitiv nicht mehr in dieser Folge. Deswegen würde ich sagen, dass wir die Quests hier von Kenasis Rast in den nächsten Folgen machen werden. Wir haben jetzt die Linie freigeschaltet. Das war für mich erstmal das Wichtigste. Wir werden nach Kenasis Rast auch noch die Kriegergilde und die Magiergilde machen. Könnte man natürlich theoretisch auch vorher schon machen, den Teil. Eigentlich auch ganz gut. Also wäre gut, wenn ihr es vorher macht, weil dann habt ihr die Linie natürlich auch entsprechend freigeschaltet. Beziehungsweise ihr schaltet die Linie ja frei, wenn ihr das Ganze annimmt. Also das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, immer vorher zu machen. Die erste Quest davon müsst ihr nicht unbedingt davor machen, ist aber hilfreich, weil euch das natürlich dann beim Leveln auch hilft. Übrigens, die Magiergilde, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, könnt ihr nur leveln, indem ihr die Quests aus der Magiergilde macht oder indem ihr so lila leuchtende Bücher aufnimmt, die ihr in ganz Tamriel findet. Dadurch wird das Ganze gelevelt. Und die Kriegergilde könnt ihr am einfachsten leveln, indem ihr entweder die Questreihe davon macht
Oder wenn ihr euch zum Beispiel an Ankern stellt, da geht es am schnellsten, dadurch levelt ihr die Kriegergilde auch. Auch nebenbei schon mal in bestimmten Verliesen bzw. in der Welt, wenn ihr bestimmte Gegner tötet. Ich glaube, es waren Untote und noch was anderes. Das könnt ihr dann nochmal nachlesen in der Skill-Linie. Ja, nicht so schönes Wetter heute, aber dennoch werden wir jetzt erstmal die Folge beenden und wir werden den Rest dann in der nächsten Folge machen. Bis dann! Ciao! Hört auf, Mondzucker zu verschwenden!